Wenn die Immobilienpreise im freien Fall sind, die Jugendarbeitslosigkeit immer weiter ansteigt, das Versprechen, das du deiner Bevölkerung gegeben hast, wir machen euch wohlhabend, dafür haltet ihr die Klappe und lasst uns hier unsere fröhliche Altherrendiktatur aufziehen. Das ist das, was in China der Fall ist. Man drohte den Gesellschaftsvertrag zu brechen, dieses wir machen euch wohlhabend. Und jetzt ist Peking allerdings in Panik geraten, weil die Daten immer schlechter wurden, weil die Wirtschaft immer weiter Schwäche zeigte und vor allem, und das ist das große Problem, der große Wertspeicher der Chinesen, der Immobilienmarkt praktisch immer weiter nach unten driftete. Jetzt hat man plötzlich reagiert und bringt einen Stimulus-Tsunami, könnte man fast sagen, eine Stimulus-Bombe, die das ganze Problem heilen soll. Die Frage ist, wird das gelingen? Wahrscheinlich nicht, aber es ist keine andere Alternative mehr offenkundig denkbar gewesen, nachdem auch eine falsche Regierungspolitik, die viel auf viel mehr Staat und viel weniger Privatwirtschaft setzt, zu den Konsequenzen geführt hatte, die wir jetzt sehen. Und die Konsequenzen dieses riesigen Stimulus aus China für die westliche Welt, das wird interessant. Was heißt das für Rohstoffpreise? Was heißt das für Inflation? Was heißt das für die Aktienmärkte? Das Ganze wollen wir uns mal anschauen, startend mit dem, was man hier gemacht hat. Wir sehen hier die verschiedensten Maßnahmen. China Panic, so eine Headline. Man senkt verschiedene Zinssätze, man senkt die Reserve Ratio Requirements, also das, was Banken hinterlegen müssen oder als Sicherheit einbehalten müssen an Kapital, wenn sie Kredite vergeben. Man geht all in sozusagen auch, um die Aktienmärkte nach oben zu pushen, und das ist eine neue Dimension. Hier sehen wir jedenfalls nochmal diese verschiedenen Zinssätze und dann vor allem sehr wichtig angesichts des freien Falls der Immobilienpreise. Man versucht letztendlich hier die Preise zu stabilisieren, wieder nach oben zu kriegen. So ist zum Beispiel die Mindestanzahlung, die man, wenn man eine Immobilie finanzieren will, gesenkt worden auf 15% der Kaufsumme von zuvor 25%. Man hat die Hypothekenzinsen gesenkt und so weiter und so fort. Also ein Riesenpaket, um die neuralgische Stelle der chinesischen Wirtschaft irgendwie wieder einzurenken. Und wir sehen, das Ganze hat zu starken Aktienmärkten, vor allem in China, geführt, weil man eben jetzt auch mindestens 800 Billion Yuan, also 114 Milliarden Dollar, investieren will, um die Aktienmärkte nach oben zu bringen. Denn man hat offenkundig gemerkt, dass diese Aktienmärkte auch etwas mit der Stimmung der Bevölkerung machen, und eben auch, wenn ausländische Investoren nicht mehr da sind, das ein Problem ist. Man will also den ausländischen Investoren wie auch der einheimischen Bevölkerung offenkundig sagen, ihr solltet mal wieder in unsere Aktienmärkte hier investieren. Das ist vorwiegend ein Stimmungsding, sind Kapitalflüsse, die man anziehen will. Und vorher war ja das große Problem, dass die Renditen für chinesische Staatsanleihen immer weiter gefallen sind, ein immer neues Allzeittief gemacht haben, diese Renditen, weil eben die Leute gesagt haben, die Investoren gesagt haben, da ist überhaupt keine Perspektive, dass diese Wirtschaft sich wieder erholt. Und das war für Peking auch ein Riesenproblem. Jetzt versucht man eben, die Renditen wieder nach oben zu bringen, raus aus den Anleihemärkten. Das ist die Botschaft aus Peking. Und die Märkte in China jetzt mit der größten Rallye seit 7 Monaten. Hier sehen wir mal diesen massiven Rückgang vor allem ausländischer Investitionen. Das hat China getroffen, das hat wirtschaftliche Entwicklung behindert, und man versucht also offenkundig jetzt auch mit einem solchen Versprechen, was die Aktienmärkte betrifft, hier die Dinge wieder zu heilen. Jetzt aber die Frage, was passiert mit Rohstoffen? Wir sehen schon Iron Ore, also Eisenerz. Das ist deutlich gestiegen. Und jetzt haben wir ja die Situation, wir haben die Fed mit einem großen Zinsschritt nach unten, die EZB auch, Bank of England, wie sie alle heißen, haben bereits die Zinsen gesenkt. Wir haben auf der anderen Seite jetzt eben noch diesen Stimulus aus China, und all das, wenn man eins und eins zusammenzählt, heißt nichts anderes. Bekämpfung der Inflation ist nicht mehr im Vordergrund, also wird die Inflation wieder steigen, weil offenkundig jetzt andere Dinge wichtiger geworden sind. Hier sehen wir mal die Reaktion der Rohstoffe, Kupfer etwa 2% gestiegen.
Interessant, was Gold macht, das vorher nochmal auf ein neues Allzeithoch gestiegen war, dann aber erstmal gefallen ist, weil vielleicht manche Chinesen sich sagen, ja gut, jetzt ist vielleicht mehr drin am Aktienmarkt, jetzt schicht dich mal um, raus aus Gold. Gold war so ein bisschen die Alternative für die Chinesen gewesen, wenn sie nicht wussten, wo rein sie investieren wollten. Wir sehen aber auch Öl steigt, wir sehen Silber steigend, also das dürfte den Rohstoffen einen Push geben. Wir sehen ohnehin schon, dass die Real-Time Market Capitalization, also die Marktkapitalisierung von Gold, das erste Mal 20 Billionen Dollar überschritten hat, das erste Mal in der History. Also da tut sich was und es tut sich auch was bei den Renditen. Wir haben ja gesehen, wir hatten ja permanent fallende Renditen eigentlich lange Zeit. Schien ja auch Sinn zu machen, Mensch, die senken doch die Zinsen. Jetzt könnte die paradoxe Situation eintreten, dass die Notenbanken die Zinsen senken, aber die Renditen, also die Kapitalmarktzinsen nach oben gehen, weil eben die Anleihemärkte sagen, naja gut Leute, wenn ihr jetzt anfangt, euch nicht mehr um die Inflation zu kümmern, sondern nur noch versucht, die Wirtschaft zu stimulieren, dann werden wir früher oder später wieder Inflation haben. Deswegen verlangen wir höhere Risikoprämien, Ausgleiche für kommende Inflation, wenn wir US-Staatsschulden kaufen, also diese Papiere, diese 10-jährige Rendite oder wen auch immer, oder 10-jährige Staatsanleihen. Hier sehen wir also, dass da Mitte September so ein Tief erreicht wurde bei 3,6% und jetzt geht es wieder nach oben. Das heißt, wir können die paradoxe Situation erleben, dass zwar die Notenbanken die Zinsen senken, aber faktisch Geld wieder teurer wird, weil eben die Kapitalmarktzinsen steigen. Das ist ein Treppenwitz der Geschichte und vielleicht kommt es ja hier wieder so, wir haben immer bei der Inflation Wellen und meistens heißt es dann, wenn die erste Welle abgeebbt ist, naja, jetzt ist das Thema erledigt, bevor dann eben die zweite Welle kommt und bevor dann die dritte Welle kommt. Das ist der normale Vorgang. Wir haben jetzt die erste Welle hinter uns. Ich bin gespannt, wie die zweite Welle aussehen wird, zumal in den USA die Geldmenge M2 jetzt wieder deutlich steigt, nachdem sie lange wieder zurückgekommen ist durch diese extreme Ausweitung und in Corona-Zeiten. Dann hat sich das Ganze ein bisschen wieder umgedreht. Man hat hier praktisch eine negative M2 gehabt. M3 wird ja nicht mehr berechnet in den USA. Warum? Vielleicht, weil man das nicht mehr rechnen kann. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kommt ja jetzt noch oben drauf, was dann nach der Wahl in den USA passieren wird. Sowohl Harris als auch Trump werden wahrscheinlich schöne Versprechen irgendwie umsetzen, soweit sie es können. Jetzt hat der Trump zum Beispiel angedroht, den Ländern, die hier Schwierigkeiten machen, wenn Migranten hier zurückgeschickt werden, dann wird er sozusagen für die 200% Zölle erheben, also er will die ökonomisch sozusagen vernichten. Gleichzeitig hat er zum Beispiel einem Unternehmen wie John Deere, Traktoren und so weiter, kennen Sie wahrscheinlich, angedroht, wenn ihr jetzt nach Mexiko geht, dann werdet ihr auch 200% Zölle bezahlen, wenn ihr dann eure Traktoren hier in die USA importieren wollt. Also hier sehen wir Zölle und so weiter. All das dürfte ja letztendlich auch wieder inflationär sein. Was bedeutet das Ganze für Deutschland, für Europa? Da haben wir ja gesehen, dass diese Depression in China mit einer Geldmenge M1, die immer weiter rückläufig war, dazu geführt hat, dass wir gestern auch, oder es war ein Faktor dabei, dass wir gestern miserable Daten wieder mal gesehen haben zu den Einkaufsmanager-Indizes. Beim deutschen Einkaufsmanager-Index das erste Mal seit Corona, dass wirklich großflächig die Firmen Leute entlassen. An den US-Märkten dagegen, wenn wir jetzt mal die Seiten wechseln, sehen wir vergleichsweise geringe Bandbreite. Gestern ein echter Langweilertag, mal gerade eine Veränderung von 0,37%, geringste Fluktuation, wenn man so will, oder Volatilität seit Anfang Juli. Dann sehen wir S&P 500 und Dow auf neuen Allzeithochs, Nasdaq 100 aber nicht. Das heißt, wir sehen eine latente Tech-Schwäche in Relation zu anderen Indizes. Normalerweise ist ja Tech führend und nicht nachlaufend. Interessant ist, was Christine Lagarde gesagt hat. Also ja, wir sprechen mit der Fed und so weiter, aber wir koordinieren uns nicht. Also wir stimmen uns nicht ab, was wir machen. Naja, ich glaube schon, dass da eine gewisse Koordination der Fall ist, dass etwa die EZB wahrscheinlich jetzt doch im Oktober die Zinsen senkt. Dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Fed eben jetzt diesen großen Schritt mal gemacht hat. Also da ist man doch zumindest stark beeinflusst und von der Geldpolitik beeinflusst natürlich auch Frankreich. Hier sehen wir mal,
Frankreich läuft wieder schlechter als die europäischen Aktienmärkte oder als der Durchschnitt der europäischen Aktienmärkte, weil eben jetzt politische Unsicherheit wieder da ist. Der neue Premier, der dürfte wohl bald wieder weg sein. Le Pen sagt, das wird wohl nichts mit dem. Und dementsprechend ist Frankreich weiter unregierbar bei gleichzeitig diesen immensen Schulden, während man gleichzeitig interessanterweise ja wahnsinnig starke Einnahmen hat, weil die Steuern in Frankreich so hoch sind. Also Frankreich ist so ein bisschen wie Deutschland. Man hat ein Ausgabeproblem, kein Einnahmeproblem. Aber es ist eben diese Politik, die letztendlich Interessensgruppen bedient, die falsche Prioritäten setzt, die teure Projekte umsetzt, die niemandem etwas bringen. Der Staat greift zu sehr in die Wirtschaft ein, Staatsquote in Frankreich sehr hoch, und dann sehen wir, dass dieses viele Geld, das erhoben wird und die Bürger letztendlich belastet und die Firmen belastet, dass dieses Geld irgendwie scheinbar nicht sinnvoll angelegt wird, sonst wäre die Verschuldung nicht so hoch. Das ist das eine, und Ähnliches passiert ja in Deutschland auch. Jetzt hat Ray Dalio mal ein GDP Growth Model entworfen, also praktisch seine Prognose, wie welche Länder wachsen werden. Indien ganz oben, und raten Sie mal, wer ganz unten ist: Deutschland und Italien. Da muss man sagen, ja, großartig. Da sind wir also wieder praktisch Tabellenführer, nur Forst von unten, gell, Tabellenzweiter. Na, wir sind wieder ganz vorne. Und er prognostiziert also praktisch ein jährliches Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,5%. Das soll ja verhindert werden jetzt durch Autogipfel und Roberto gestern alles und nichts gesagt, vor allem nichts. Aber gestern Tesla gestiegen, mehr als 30 Milliarden Dollar, wie Simon Böttcher hier schreibt, weil Robert Habeck möglicherweise hier eben Elektroautosubventionen auf den Markt bringen will, also du oder den Markt stützen will. Also du verzerrst einen Markt durch Subventionen, dann lässt du die Subvention weg, die Verzerrung endet, der Markt schmiert ab, musst du wieder mal intervenieren in den Markt. Also der erste Eingriff erfordert den zweiten Eingriff, und dann kommt der dritte Eingriff. Hier David Bowie hat einmal gesagt, Politikern zu applaudieren, weil sie mit öffentlichen Geldern irgendetwas anstellen, Krankenhaus, Autobahn bauen, ist so, als wenn man einem Geldautomaten applaudieren würde, wenn man da Geld zieht. Und dementsprechend besteht kein Anlass zum Jubel bei Robert Habeck. Und jetzt fehlen plötzlich, wie man jetzt entdeckt hat, im Arbeitsministerium 9,6 Milliarden Dollar, weil man offenkundig doch höhere Ausgaben hat für Bürgergeld, das man ja zuletzt nicht mehr erhöht hat, aber davor erhöht hat. Viele Migranten profitieren davon. Diese 9,6 Milliarden entsprechen so ziemlich genau dem, was jetzt durch Intel nicht kommt. Kanzler Scholz hat ja gesagt, ja, das ist ja nur aufgeschoben mit dieser Chipfabrik bei Magdeburg, die Deutschland ja mit 10 Milliarden Dollar, Euro subventionieren will. Das dürfte jetzt direkt ins Arbeitsministerium fließen. Das ist eine wunderbare Umleitung. Manchmal sind die Zufälle so zufällig, dass es schon Zufall ist, dass sie zufällig passieren. Hier sehen wir jetzt auch zufällig die Verstimmung zwischen Italien und Deutschland, vor allem Italien jetzt verärgert. Die sagen, Mensch, die Deutschen, die setzen sich doch sonst immer für Integration, und wir sind doch alle vielfältig und divers und schnipp und schnapp. Und jetzt aber wollen sie nicht, dass unsere Unicreditor irgendwie die Commerzbank übernimmt. Da haben sie plötzlich Schwierigkeiten mit der Vielfalt. Da ist was dran, muss man sagen, gell? Also diese, wie heißt das immer, die Postfaschistin, gell, die Meloni, ne, die ist unangenehm, ne, die nervt, gell, jetzt will die plötzlich solche Vielfaltsdiskussionen führen, das haben wir ja gar nicht vorbereitet drauf. Ne? Und nicht vorbereitet sehen wir eben, dass wahrscheinlich durch falsche Rahmensetzungen, durch Regulierung, durch Überregulierung Dinge passieren, die in der Schweiz nicht passieren. Industrieproduktion in der Schweiz klar nach oben gehend, EU und Germania klar nach unten gehend. Irgendwas läuft da falsch, auch in China. Und die Frage ist, kannst du sozusagen in China eine Nachfrage wieder erzeugen, die gar nicht da ist, nur weil du die Preise für die Nachfrage senkst? Also eine Kugel Eis, die sozusagen jetzt nur noch 1,50 kostet, statt 2 Euro, wenn aber jemand sagt, aber erstens kann ich mir gar kein Eis leisten, zweitens habe ich keine Lust auf Eis. Was bringt das dann? Das wird eben die Frage sein, ob das in irgendeiner Form Effekte hat. Erste Empfehlung hier, China lässt die Bombe platzen. Und die zweite Empfehlung ist, mein zweitbester Freund Marcello Fracellino, der hat ja gesagt, also wenn die energieintensive Industrie abwandert, gar nicht schlimm. Ne? Das ist die Growth, gell? Wir sitzen dann in der Höhle, gell? Und sagen, CO2 frei, hurra, super Leben. Gell? Was davon zu halten ist bei Marcello Fracellino hier in diesem zweiten Artikel. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.